kann mich noch erinnern, dass der Nino und ich zusammen in Davos gespielt haben. Ein Playoff-Spiel. Ich weiss nur noch, dass ein junger Gitterbub kam. Das war der Nino. Und der hat einen sensationellen Match gespielt. Das weiss ich noch. Und so schnell wie er kam, war er dann auch weg. Ich weiss nur noch, dass er dort mit diesem Spiel sofort Eindruck gemacht hat bei mir. Also, wir haben sofort gemerkt, also dieser Junge kann Hockey spielen. Und mit seinem Abgang, als er gesagt hat, nein, ich will rüber, ich will das machen, hat er auch bewiesen, dass er weiss, was er will, wo er hin will, was seine Ziele sind und auch bereit ist, die durchzusetzen. Dann ist wirklich der Moment, wo ich mit dem Arno das Gespräch haben führen musste. Das war ja dann im ersten Spiel im Halbfinale gegen Freiburg. Haben dann gewonnen oder sind dann, ist wirklich das leere Goal, haben wir das Goal geschossen und dann ist der Arno dann auf der Bank zu mir hergekommen, hat mich dann umarmt und gezeigt, wie geil das ist, halt da können spielen und das passt perfekt in die Mannschaft rein und so. Und dann habe ich dem Arno gesagt, du, Arno, ich muss mit dir dann nach dem Match noch schnell reden. Und dann hat er seine Brillen abgetan, mir in die Augen geschaut, ich will sitzen quasi wissen und dann habe ich gesagt, du Arno, es tut mir leid, aber ich möchte lieber in die U18-WM gehen, wie jetzt hier weiterspielen. Und dann, ja, ich kann mich erinnern, hätte ich wie so ganz starr angeschaut, ist wieder zurück in die Bande gegangen, weitercoacht und dann nach dem Match hat er mich recht selber geschissen. Ich glaube, die Nazi A war sicher ein grosses Ziel von mir und im gleichen Augenblick war es recht speziell, weil ich glaube, nach dem zweiten Match, den wir dann gegen Lugano im Game 7 gewonnen haben, konnte ich dann meinen ersten Punkt machen. Und einen coolen Pass können geben auf den Marc Wiese, der nachher live aufs Goal gegangen ist. Es war noch 1-0 und haben dann nachher gewonnen, relativ hoch, glaube 7-1. Dort in diesem Match ist mir auch wieder in den Sinn gekommen, dass du vielleicht könnte der Manager gleich auch ein Thema sein. Und, ich bin nicht sicher, ob wirklich die nächsten 20 Jahre möchte ich in Nazi A spielen. Ich glaube, wenn ich die Möglichkeit habe, um auf Amerika übergehen, dann möchte ich das machen. Die besten Eishockey-Dokumentationen jetzt in der MySports-App.